Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Creatures of Ava. Ja, in der letzten Folge haben wir ja leider sehr, sehr schlechte Nachrichten hier gehabt. Aber wir haben auch eine gute, das war die falsche Taste, wir haben auch eine gute Nachricht gehabt, weil es sieht nämlich so aus, als ob wir, genau, finde das zahme Yekembo. Als ob wir das vielleicht noch lebend finden können. Ich hoffe es wirklich sehr. Und ich hoffe auch wirklich sehr, dass wir es dann quasi seinem Meister zurückgeben können. Wie viele Leute sind das da hinten? Alter. Verstehe auch nicht, wenn man die ganze Zeit auf die gleiche Taste drückt, warum der das dann so unterschiedlich behandelt. So, da müsste ich theoretisch auch einmal rum. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir denn jetzt eigentlich rum? Ja, Hallöchen. Du bist nicht gerade die hübscheste Kreatur, aber du hast ja auch was für dich. Ne? Ja, guck mal, wie süß der dich streicheln lässt. So, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ah, Moment, da ist noch was drin. Ja, natürlich ist das wieder voll hier. So, ich hoffe, dass ich hierdurch dahin komme. Ist auch alles voll. So. Schimmermoor. Oh, was bist du denn da hinten? Nein, ich hab's nicht gesehen, das war so schnell. Ja, nochmal. Oh Gott. Oh, hallo, wer bist du denn? Du bist so ein süßes Kerlchen. Oh, ich habe doch die richtige Taste gedrückt. Von dem musste ich unbedingt einen Screenshot machen. Der war jetzt richtig niedlich. Oh. So, Moment, wie war das jetzt nochmal? So und so. Dann weiß ich zwar immer noch nicht genau, was du kannst, aber dann habe ich mich schon mal mit dir verbunden. Ach so, ein Foto muss ich auch noch von dir machen, genau. Unbekannte Fähigkeit. Moment, ah, da hinten ist noch einer. Oh, ist der lahmarschig. Ach, du Scheiße. Alter. ja, kann man dich auch irgendwie in schnell kriegen? Das wäre ganz gut. Scheiße. Ich glaube, der kann irgendwas... Wieso höre ich da hinten die ganze Zeit eine Melodie? Ich glaube, der kann irgendwas mit diesen Steinen hier machen, kann das sein? Hört sich zumindest so an. Also hört sich nicht so an, sondern sieht so aus. Okay. Oh mein Gott, und da hinten kann ich da auch noch was machen? Das dauert jetzt natürlich gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis ich da bin. Alter. Also, gut, ich kann jetzt verstehen, ne? Der ist so groß und so schwerfällig, dass der halt langsamer geht. Aber ganz ehrlich, muss das so langsam sein? Oh mein Gott. Vor allem muss ich noch ein Foto von ihm machen, aber ich glaube, da... Ah, Moment, hier unten rechts die Dinger, die haben wir noch nicht eingedingst, oder? Eingesammelt. So, das wollte ich sagen. Ach, da kannst du auf einmal schnell durchlaufen, oder was? Ja, ist klar. Moment, ich sehe hier nichts mehr. Kannst du mal dein Hinternstückchen zur Seite bewegen? Danke. Kann er auch was damit machen? Weil es sieht so aus... Okay. Ja, super. Dann mache ich den Weg hier noch eben frei. Also die nachfolgenden Sendungen können sich um eine Stunde mindestens verschieben oder vielleicht auch um einen Tag. Es dauert noch etwas, bis wir mit unserem neuen Lieblingstier, okay, neues Lieblingstier würde ich nicht sagen, aber ist doch schon irgendwie ganz knuffelig.
auch wenn sein Rücken schon ein bisschen eklig aussieht, muss ich sagen. Bis wir mit dem tatsächlich mal hier durch sind. Das wollte ich sagen. Aber was ist mit dem hier? Wenn ich das Teil umwerfe, was bringt mir das denn? Steht da doch eigentlich recht gut, oder? Ich weiß es nicht. Da hinten sind böse Tiere. Da hinten links. Oh, Moment, da ist... Oh, da leuchtet was. Oh, sag nicht, das ist der, der jetzt hier gefangen ist, den wir befreien müssen. Okay, in die Richtung kann ich nicht. Tun die mir eigentlich was? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, anderen Tieren irgendwie taten nichts. Okay, ich lass das mal so. gut. Das heißt, ich muss mal gucken hier. Das heißt, von dir müssen wir jetzt noch ein Foto machen. Ich hätte nur schon gerne eins so von vorne gehabt, ehrlich gesagt. Aber gut, wir machen jetzt erstmal so ein Foto. Hä, das hat er gar nicht angenommen, weil es nicht von vorne war oder wieso? Say cheese. Ah, jetzt. Ja, anscheinend nimmt das nur an, wenn es von vorne gemacht wird. Keine Ahnung. Okay. Da können wir rauf, aber wir können, glaube ich, nichts aktivieren, oder? Ich sehe hier nichts für einen Generator. Natürlich alles voll. Hier ist der Generator. Okay. Mr. Hamilton, die Generatoren laufen wieder. Ah, das war auch schon voll. Okay. Na gut, aber sehr, sehr geil. Dann können wir nämlich auch nach hier porten. Will ich gar nicht, aber egal. So. Das habe ich nicht mitbekommen. Okay, die kann ich jetzt mitnehmen, aber ich habe nichts, wo ich die mit hinnehmen kann. Deswegen streicheln wir die einfach mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Nee, aber jetzt ernsthaft. Ich habe ja gar nichts, wo ich die mit hinnehmen kann. Nö. Ich würde sagen, dann lassen wir das erstmal. Ich komme später nochmal auf euch zurück. Muss vor allen Dingen erstmal hier alle gut machen. Hier ist nämlich noch einer. Ach, da ist gar keiner drin. Pini! Alter. Ja, ja. Ich liebe dieses Überladen. Oh, hallo, meine Süße. Bist du eine Sie? That's it. You're safe now. Fusar will be happy. Go on. I'll let your old friend know where to find you. Was heißt hier? Hi. Steht schön hinter mir. Was heißt hier, die sagt ihm, wo der zu finden ist? Nachher, die weiß auch gar nicht, wo die überhaupt ist. Die ist jetzt einfach weggelaufen. Wo die genau hin ist, können wir doch gar nicht sagen. Ist auch noch eine böse Blume hier, oder? So, schauen wir mal eben. Wo kommen wir denn da hin? Ach so, da ist dann noch was, wo man die... Ah, okay. Wo man die dann auch hochladen kann. Aber das sind ziemlich viele, die da... Oh je, oh je, oh je. Ja, ich würde trotzdem sagen, vielleicht machen wir hier vorne die zwei, dass wir die nochmal umwandeln oder so. Drei, okay.
Na? Ach so, da war einer. Hallo. Du sollst den noch treffen, der steht direkt vor dir. Alter. Was ist das für eine Kackfähigkeit von dir? Was sollte denn das werden, hä? Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Da hinten sind auch nochmal welche. Na gut, das sind zwei, ne? Die würde ich... Oh, da hinten sind nochmal welche. Oh, die backen ein bisschen zurück. Okay. Oh, dein Ernst jetzt? Ist das nervig? Ich komm schon. Eieiei. Okay, so. Die zwei, da hinten haben wir noch zwei und da vorne haben wir noch zwei von den großen. Die machen wir jetzt noch kurz, damit wir wenigstens hier den Teil nämlich schon mal umgewandelt haben. So, ihr seid doch nicht so nervig. Dankeschön. Oh mein Gott. Okay. Ihr noch? Komm, komm, komm. Alter. Hallo? Nur weil der wegrennt, kann ich den jetzt nicht mehr anvisieren, oder was? Und dann setzt er sich zurück, oder wie? Oh, super. Oh. Hey, I'm doing this for you. Hallo? Was war denn das jetzt? Wo bin ich jetzt reingelaufen? Der war doch schon lange umgewandelt. Dann sind doch seine Angriffe auch weg, oder nicht? Hm. Ach so, sie läuft jetzt hier rum. Weil die war eben weg. Deswegen habe ich jetzt gedacht, woher will ich jetzt wissen, wo die ist? Also woher, wie kann ich Ihnen das dann jetzt sagen? Gut. Das heißt jetzt, was genau? Wir müssen... Ich kann mich theoretisch beamen. Moment. Ja, das wäre wahrscheinlich auch einfacher, genau. Ich beam mich da mal eben hin. Da muss ich Ihnen das ja persönlich sagen. So. So, hier bin ich, genau. Komm, du sollst springen, wenn ich auf Springen drücke. Jetzt bin ich gerade überlegen. Moment, der war in diesen... Ja, ich sag mal, dieser Mine drin. Wo war jetzt genau der Eingang dazu? War das hier irgendwo? Oder war das so ein Stück weiter links? Ne, hier, genau. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ach, der ist schon hier. Du, es ist Jahre her, dass die Nase dieses Yekembo die unsere berührt hat. Dank Eivas Gnade sind wir wieder vereint. Wir danken dir. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Wenn du davon erzählen möchtest, hören wir dir gerne zu. Mm-mm. Oh, vielleicht ein anderes Mal. Meister Schamane, ich habe eine Bitte. Es ist schwer für die Namen, sie zu hören. Zumindest wollen sie es nicht. Ja, manche Dinge sind schwer zu hören. Andere sind schwer auszusprechen. Du musst, du willst, dass wir uns versammeln. Dabei können wir dir helfen. Mhm. Wirklich? Oh Gott sei Dank. Könntest du dann... Du willst, dass wir Eva verlassen. Dabei können wir dir nicht helfen. Ich...
Hör mir zu, Schamane. Der Planet ist krank. Die Lage ist viel ernster, als ihr denkt. Das Welken kann nicht mehr aufgehalten werden. Wir hören deine Worte, Mensch. Wahrlich. Wir hören sie. Aber wir hören nicht nur dich. Ich verstehe ja, dass ihr alle eine spirituelle Verbindung zu diesem Planeten habt. Aber ihr könnt doch nicht einfach abwarten, bis ihr... Das kann ich nicht zulassen. Du leidest, Mensch. Dein Leid ist wie ein tosender Sturm. Mit der Zeit wird dieser Sturm. Er wird alltäglich. Vertraut. Du hörst ihn nicht mehr. Innehalten heißt verstehen. Die Kakophonie ist immer noch da. Hier geht es nicht um mich. In dem Punkt sind wir uns einig. Bitte, geh ein Stück mit uns. We know what you must think of us, human. We hide in our caves. We stumble past the ruins of those who came before. These Nam are simple. These Yakembo are slow. You think of us as children. What? No, I... What you do? Painting with our fingers on the stone, our toes in the soil, but we creatures of Ava, we are older than you think. And in our age, we have come to know ourselves. Humankind does not know themselves. The ancient ones did not know themselves. The Antares? What do they have to do with this? You carry their relics, yet cannot hear their past. You have seen how they lived, yet you have not seen how they died. The Withering? Yes. The old ones were full of compassion. They wanted to save the ones they loved. They fought and fought as you fight. It was unbearable. Exhausting. That exhaustion, it is good for nobody. Leave to Ava what is Ava's. We Nam will not fight anymore. We will face our sorrow together. And we will greet it at the door, smiling. Und das war's dann? Ihr gebt einfach auf? Du verstehst immer noch nicht. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Da draußen wartet die Apokalypse. Ich biete den Namen eine Lösung an, aber... Es ist, als würdet ihr alle die Augen davor verschließen. Manchmal glaube ich, die einzige Person auf diesem Planeten, die überleben will, ist... Ja. Ich muss jetzt los. Du hast ein gutes Herz, Mensch. Ich hoffe, eines Tages kannst du den Sturm in deinen Inneren besänftigen und auf dein Herz hören. Mark, come in. I've spoken to the Master Shaman. Fusar? Hey? Let's talk. Where are you? A temple to the east. It's pretty big. You'll easily spot it on the map. Okay, wait there. Over and out. Kini ist so süß. Ja. Okay. Sprich mit Nima. Der hat einen Plan. Wo müssen wir denn da überhaupt hin? Würde ich nämlich schon fast sagen. Ach, der ist an diesen... Ja. Würde ich fast sagen, dass wir da erstmal in die Nähe teleportieren und dann... Wie bin ich da jetzt nochmal hingekommen? Jetzt muss ich erstmal gucken. Moment, wo war der Weg jetzt? Hier der, oder? Da geht's nicht entlang, aber da geht's entlang. Ich hoffe, dass die kleinen Dinger wirklich aus sind hier. Ah, Moment. Hä? Will er jetzt hier in den Tempel rein?
Also, der Meisterschaman und ich, wir haben uns unterhalten. Aha. Und du hast gewonnen. Die Namen weigern sich. Fossar ist genauso verblendet wie die anderen. Es ist doch gar nichts. Alles supi. Entspann dich. Werde eins mit dem Welken. Das regt mich so auf. Das sehe ich. Also? Also, was ist dein Plan? Sehr gut. Ich wusste, du würdest zur Vernunft kommen. Mein Plan ist Archäologie. Passt zu dir. Zumindest wäre das der Plan, wenn ich irgendwie in diese Vorkammer reinkäme. Die Dschungelnamen sprechen von einem uralten Heiligtum, das dort unter einem großen Baum verborgen liegt. Die Gravuren können uns Aufschluss über die Antarktis geben. Und über den Navitar. Vielleicht kann man ihn noch weiter verbessern, perfektionieren. Fossar meinte, die Antarktis hätte versucht, die Infektionen zu bekämpfen, aber sie sind gescheitert. Ja, aber warum sind sie gescheitert? Wie sind sie gescheitert? Wenn wir herausfinden, was sie falsch gemacht haben, dann können wir es richtig machen. Das ist das Schöne an der Geschichte. Eine menschliche Freundin. Die Worte eines echten Gelehrten. Okay, das ist zwar nicht wirklich Teil meiner Mission, aber ich bin dabei. Vorerst. Aber wenn sich das als Schnapsidee herausstellt, Nima, ich schwöre. Also, unser erstes Problem ist das Welken. Es blockiert den Eingang, aber wahrscheinlich gibt es einen anderen Weg hinein. In der biolumineszenten Zone mit all den Yekembo habe ich Ruinen gesehen. Die könnten zum selben Ort führen. Warte hier, ich brauche nicht lang. Ja, es ist die Frage. Wir würden da jetzt weitermachen, was ja auch okay ist. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne mich noch vorher um die Tiere kümmern, dass wir die da oben entlassen können, also da reinlassen können. Deswegen werde ich da jetzt nochmal kurz hinporten. Und werde dann in der nächsten Folge, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn. Moment, da oben ist noch. Da oben ist noch eine Blume, die geöffnet werden muss, oder? Wenn ich das richtig sehe. Oder ist die schon. Nee, die ist noch nicht offen, oder? Nee, ist noch nicht. Hallo? Hallo? Du sollst die anvisieren! Schon mal einen Teil hier. Moment. Das ist jetzt nicht wirklich. Ach Mann! Ich wollte doch gar nicht hier hingehen. Jetzt haben sie mich reingelegt von der Quest. Das ist doch gemein. Moment. Wie können wir das jetzt nochmal schweben lassen? Ja, mach, mach, mach! Och, jetzt kann ich das nicht im Wasser, oder was? Willst du mich veräppeln? Och, Mann. So. Das habe ich, glaube ich, standardmäßig drin. Und ja, wir können jetzt da rein, aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich erstmal was anderes machen. Kann ich hier hoch? Was haben wir denn hier? Hallöchen! I'll never forget this place. Ja, perfekt. Nochmal eben zwei Pünktchen dazu geholt.
Aber wie gesagt, ich wollte die Tiere hier oben eigentlich noch. Warte mal, hier rechts war doch auch noch einer, der mir angezeigt wurde. Bin ich denn jetzt schon wieder? Das war geradeaus und dann rechts. Da ist noch was. Die Frage ist, kommen wir da direkt hin? Hä? Bist du jetzt nicht wieder der eine? Pini, wieso bist du denn jetzt hier? Haben sie dich geklont? Moment. Ach so. Das ist hier oben. Aber wie soll ich denn da oben... Das ist hier unten. Moment. Das heißt, hier unten, das Ding müsste man eigentlich aufkriegen. Aber mit wem können wir das aufkriegen? Oder auch nicht. Ich habe einen. Ach so, da oben ist. Moment. Nee, das will ich nicht. Ich will das da unten haben. Ah, das war das Falsche. Was ist das hier? Achso, jetzt kann ich das wieder nicht nutzen. Ah, das ist so blöd. Mann. Ausdauerpaket. Wuhu! Sehr schön, dass wir noch hingekommen sind. Sehr, sehr geil. Ja, du machst das wieder zu, das war mir klar. Obwohl, ich könnte theoretisch auch darum. Ah, hier unten ist jetzt frei. Sehr, sehr gut. Dann kann ich nämlich jetzt hier die ganzen Kreaturen einsammeln. Und theoretisch hier reinbringen. Kommt mit, Jungs. Ich bin die Kreaturensammlerin von Ava. Kommt mit mir mit. Auch du. Ja, nur zu. Und ihr auch. Kommt alle mit. Kommt alle mit. Das wäre der Hit. So, Moment. Jetzt ist das... Ah, nee, ist doch nicht da draußen. Ich sah jetzt nur so aus. Folgt mir alle hier durch. Denn hier müsst ihr hin. Lalalala. Jetzt ist der eine gar nicht mitgekommen. Wieso ist der eine nicht mitgekommen? Sauerei! Kommt mit, ihr Süßen. Ja, genau. Kommt mit. Kommt mit hier drauf. Das wäre der Hit. Na komm, komm. Geht auch so. Wir müssen doch gar nicht mal hier drin sein. Okay. Wen haben wir denn hier noch? Moment, hier hinten waren noch... Genau, da hinten sind noch diese Pferdeartigen. Und da sind noch der Große und das Pferd, sage ich mal. Das, ich weiß nicht, wie ich die sonst benennen soll hier. Ja, so ist brav. Schön mitkommen. Schön mitkommen. Ich hoffe, ich habe mit denen alles hier gemacht. Ihr auch. Komm mit. Das wäre doch gelacht. Ja, komm. Schieb die anderen von mir aus vor dir her. Das ist mir egal. Wichtig ist nur, dass du mitkommst. Ich glaube, hier war der Eingang, ne? Beziehungsweise hinten, glaube ich, auch. Ja, schön alle mitkommen. Ihr seid da. Ja, komm hier durch. Jetzt back doch nicht darum. Bist du denn so dumm? Gucken, ob die jetzt auch noch mit weggeschickt werden hier. Er hat jetzt nur einen weggeschickt, oder? Die anderen hat er nicht weggeschickt. Oh, ist nicht dein Ernst jetzt hier. Ja, komm. Folge mir doch einfach. Zwei von den Kleinen haben sich noch versteckt. Die Schweine. More lovely creatures rescued? Yes. Ja, ja. Ich bin eben Supergirl. Da sind sie. Komm her. Komm. Auch du, mein Sohn Brutus. Komm mit mir. Ja. Schaffst du das da noch drüber? Ja. Okay. So. Ja, schön folgen. So ist brav.
So ist brav. Haben wir jetzt hier noch irgendetwas? Achso, doch, da hinten die zwei, glaube ich, die hat man. Oder haben wir die jetzt. Nee, die haben wir mitgenommen, ne? Da hinten rumgelaufen sind. Die hätten wir mitgenommen. Dann hätten wir nur noch die von hier vorne. Jetzt ist die Frage, kann ich sie jetzt auch mitnehmen? Bin mir nicht so sicher. Ihr seid jetzt lieb, oder? Ja, ihr kommt sofort. Das ist sehr schön. Große Frage ist, können wir dich auch mitnehmen? Weil du bist ja eigentlich Pini, oder nicht? Du wirst aber... Hä? Oder heißen die Pini? Ich dachte die ganze Zeit, Pini wäre der Name von diesem einen Freund da. Kommst du mal mit hier über die Wurzeln drüber? Ja, komm. Nein, komm mit. Komm. Schön hier rüberkommen. Ach, wie doof sind die denn? Komm, so ist brav. So ist brav. Schön mitkommen. Ja. Mal gucken, was wir jetzt noch drin haben, wenn wir hier sind. Ich kann Quest-Kreaturen nicht. Also ist das wirklich Pini? Ja, warum steht die denn hier so, dass ich die mitnehmen kann? Warum ist die überhaupt hier? Ach so, oder vielleicht, weil man sonst vielleicht das übersehen könnte oder was. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist das seltsam. Keine Ahnung, warum man die jetzt mitnehmen konnte. Gut, dass man die jetzt nicht wegschicken kann. Okay, das kann ich nur nachvollziehen. Moment, ich war jetzt gar nicht mehr. Das war es nicht, ne? Okay, du auch noch? Komm her. Du großer Kerl, du, komm mit. So, ich muss euch wegschicken. Das wird auch meine letzte Amtshandlung für heute werden. Das ist die Frage, wenn ich die da durchschmeiße, kommen die jetzt wieder nicht mit oder kommen die diesmal mit? Doch, diesmal kommen sie mit. Ja, dich kann ich nicht wegschicken. Das tut mir leid. Ja, jetzt kommst du natürlich auch. Das war ja klar. So, die sind aber beide. Zack. Der rennt schon wieder vor mir weg. Altes Haus. So geht das nicht hier, dass hier einfach immer alle von mir wegrennt. So. Ach, jetzt stehe ich hier schon wieder in dem... So, wo sind wir denn hier? Wir müssen... Dann teleportiere ich mich mal kurz nach da. Bevor ich da wieder rüberlaufen muss. Ich meine, so weit ist es jetzt auch nicht, ne? Aber egal. Wir müssen uns jetzt einen Weg hier reinbahnen, beziehungsweise eigentlich haben wir das ja quasi gerade schon getan. Da ich aber davon ausgehe, dass diese Quest ein bisschen länger dauert. Irgendwas will die mir... Ach so, das ist wegen der Platte. Da ich davon ausgehe, dass die Quest ein bisschen länger dauert, würde ich nämlich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann gucken wir in der nächsten Folge... ich sehe gerade, wir müssen noch drei Kröten hier wegmachen. Da muss ich mich dann auch noch drum kümmern. Aber dann sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, was es da mit diesem, ja, Heiligtum, wie es hier drin steht, auf sich hat. Und vielleicht kriegen wir da nochmal ein bisschen was an Antworten. Ich hoffe es zumindest inständig. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!